Hallo zusammen, es ist wieder soweit, eine neue Folge des Podcasts. Ich hatte euch versprochen, dass wir jetzt auch zunehmend wieder Gäste mit dem Podcast haben werden, jetzt wo ich sozusagen erstmal ohne meinen Freund Timo weitermachen darf und möchte und habe heute jemand ganz Besonderen mitgebracht und zwar ist das der Marc. Hallo Marc. Ja, hallo lieber Steve. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Marc, wie Wenn ich geht's ehrlich dir? bin, habe ich schon lange Zeit auf diese Einladung gewartet. Oh ja, dann bin ich dem jetzt endlich nachgekommen. Vielleicht kurz zwei Worte zu dir, Marc. Was machst du bei uns? Genau, ja, Marc Kleff. Bin seit 8 Jahren bei NetApp und verantworte jetzt seit 2 Jahren das Solutions Engineering in Deutschland. Habe also die beste Aufgabe, die man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich wirklich dieses großartige Team zu verantworten und natürlich damit auch die Chance zu haben, die vielen guten Themen, die wir in unserem Portfolio haben, bei unseren Kunden aktiv zu positionieren. Das heißt also, als großer Fan des Podcasts und langjähriger irgendwann mal Teilnehmer, weißt du also auch, was dir bevorsteht. Also ich würde mit drei Ich schnellen habe Fragen beginnen. gewisse Befürchtungen, ehrlicherweise, und ich bin gespannt auf die 3 Fragen, die ich von dir bekomme. Okay, ich gucke auf meinen schlauen Zettel. Was viele ja von dir wissen, du bist Fotograf. Frage Nummer eins: Wo hast du bis jetzt die allerschönsten Fotos gemacht? Puh, das ist tatsächlich keine ganz einfache Frage. Also ich suche mir möglichst rurale, möglichst einfache Orte. Ich glaube, die für mich prägendste Erfahrung, die ich bisher beim Fotografieren gemacht habe, war tatsächlich vor 2 Jahren im Februar auf den Lofoten zu sein, also in Norwegen, oberhalb des Polarkreises, und diese Natur echt im Winter genießen zu können und erleben zu können, und wirklich das Gefühl zu haben, mitten im Polarmeer zu stehen, was man ja facto auch tut. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Das ist jetzt nicht die zweite Frage, aber ergänzend, hast du Polarlichter gesehen? Ich habe Polarlichter gesehen. Ich habe sogar das Glück gehabt, wir haben vier sternenklare Nächte in Folge gehabt und haben in allen 4 Nächten sehr starke Aurora gehabt und haben natürlich super Bilder gemacht dabei. Also für das, was ich fotografieren kann, gute Bilder. Aber auch das ist natürlich echt ein Lebensereignis. Ja? Also die Aurora intensiv wirklich mal live erleben zu können. Das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Gut, was Einfaches zur Abwechslung. Was ist deine Lieblingszahl und warum? Was ist meine Lieblingszahl? Ja. Das ist total einfach. Okay. Pi. Oh, okay. Pi, also ich will nicht sagen fasziniert von Pi, aber es ist schon erstaunlich, dass diese Zahl so viele Besonderheiten hat, angefangen von Unendlichkeit, mehr oder weniger, ne? Also nicht ganz. Ich glaube, es gibt inzwischen eine Berechnung eines Endes von Pi. Und natürlich auch die Bedeutung für die Mathematik und für die Naturgesetze ist schon herausragend. Pi, ganz Okay, klar. gut. Und last but not least, du bist seit vielen, vielen Jahren Manager, und hast auch ein Team von Managern unter dir. Was ist die wichtigste oder für dich wichtigste Lektion, die jeder Manager verinnerlicht haben sollte? Benehmen und Verhalten nicht stagen, sondern immer authentisch sein. Man kann Okay. Management nicht spielen. Man kann Vertrauen nicht erspielen. Man kann nur durch Authentizität und natürliches Verhalten sich sukzessive Vertrauen auch zu euch, zu dir erarbeiten. Und da muss man so authentisch bleiben wie irgend möglich. Das spricht mir aus dem Herzen. Dankeschön. Gerne. die zweite Regel im Podcast ist, der Gast bringt ein Buch mit. Marc, Der welches Gast Buch bringt hast du ein, uns mitgebracht? genau, der Gast bringt ein Buch mit, und da habe ich auch tatsächlich im Vorfeld drüber nachgedacht. Und ehrlicherweise muss ich natürlich gestehen, dass die meisten Bücher, über die wir beide bisher gesprochen haben, Bücher waren, die du mir empfohlen hast. Und es gibt nur ein Buch, glaube ich, das ich dir empfohlen hatte, das du noch nicht kanntest. Und das ist Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ist das englische Original, hört sich etwas obszön an. Auch im Deutschen ist die Übersetzung nicht besser. Aber ich finde es tatsächlich ein sehr lesenswertes und bemerkenswertes Buch. Vielleicht für die, die es nicht kennen, der eine oder die meisten oder viele von uns haben sicherlich irgendwie schon Management-Literatur gelesen und Selbstfindungsliteratur. Und viele dieser Bücher zielen ja darauf ab, zu sagen, dass im Grunde jeder von uns alles erreichen kann und im Grunde alles möglich ist, wenn man nur will. Und Mark Manson geht genau den konträren Weg und sagt, das ist totaler Quatsch.
sondern es ist völlig normal, Misserfolge zu haben. Und es ist viel wichtiger, sich mit diesen Misserfolgen auseinanderzusetzen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man wirklich gut kann und in diesen Dingen tatsächlich auch gut zu sein. Ja, und nicht darauf zu eifern, in allen Belangen und in allen Themenbereichen immer der Beste zu sein. Da kann man nur verlieren und sich selbst verlieren und kann nur frustrieren und scheitern. Und von daher finde ich das Buch wirklich lesenswert und es ist auch extrem unterhaltsam geschrieben, wie du bestimmt bestätigen kannst, was es ja auch geht. Ich habe den zweiten Teil schon hier stehen, den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich habe noch nicht gehört und nicht gelesen. Gut, das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung für unsere Themen heute. Ich habe dich ja auch als Gast gewählt, weil ich gerne auch mal den Gästen, Zuschauern und Zuhörern einfach mal einen strategischeren Blick auch auf NetApp und unsere Reise geben möchte. Und da ist natürlich das Buch und der Inhalt, den du gerade geteasert hast, da vielleicht sogar ganz gut. Mich würde mal interessieren, aus deiner Sicht, also sage ich mal auch mit der höheren Flughöhe und dem strategischeren Blick, wie du NetApp siehst und vor allem auch die Reise der jetzt mittlerweile 30 Jahre, die wir hinter uns haben. Ich glaube, dass NetApp, und das ist auch etwas, glaube ich, was viele von uns immer wieder motiviert, ein Unternehmen ist, das sich immer wieder neu erfindet. Und das immer wieder schaut, wie sich Markt entwickelt und wie sich Kunden vor allen Dingen entwickeln, welche Herausforderungen unsere Kunden haben, welche Problemstellungen es bei unseren Kunden gibt. Und wenn man ein Flashback macht, 15 Jahre zurück, war damals die Entscheidung, das Thema VMware, als das Thema Virtualisierung kam, sich nicht konfrontativ dem entgegenzustellen als NetApp, sondern den Feind quasi, hört sich jetzt theatralischer an, als es ist, aber den Wettbewerb im Grunde VMware zu umarmen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Und eine ähnliche Strategie sind wir natürlich auch mit dem Thema Cloud gegangen. Das heißt, wir haben gesehen, dass sich Kunden entwickeln, zu Recht und aus gutem Grund, ne, Gründe der Agilität, Gründe der Flexibilität, Gründe der Skalierung, die Cloud gerade für moderne Applikationslandschaft natürlich als ihr Sourcing-Medium wählen. Und unsere Entscheidung war dann, das, was wir wirklich richtig gut können, in diesen Prozess mit einzubringen. Und das ist Datenmanagement. Und da macht uns keiner was vor. Und da sind wir richtig gut. Und ich glaube, der Erfolg und die Erfahrung, auch die unsere Kunden mit dem Thema und mit unseren Lösungen jetzt in den letzten Jahren sammeln konnten, gibt uns sicherlich recht, dass das keine ganz schlechte Entscheidung war, diesen Weg zu gehen. Jetzt habe ich ja dieses T-Shirt heute auch nicht zufällig an. Ja, weil ja auch ein Großteil sozusagen dieser Story und der Geschichte und auch dieses Portfolios nach wie vor on-tap. Das Bild ist so klein, ich muss mich mal eben nach vorne beugen, um das T-Shirt überhaupt zu sehen. Ja, okay. Es ist ja das Thema Multicloud und ja. On-Tap und on-Tap überall und dann Services drumherum, links und rechts. Wir haben natürlich nie den Fokus verloren auf on-Tap als unser Core-Produkt, als die Core-Lösung, auf der dann sozusagen alles aufbaut. Und daher würde mich auch mal interessieren, wenn man das jetzt mal in den Kontext setzt, so NetApp über die letzten, meinetwegen 15, 20, 30 Jahre, welche Rolle ONTAP früher gespielt hat, um sozusagen fliegen zu lernen und welche Rolle es heute spielt, um auch im Markt relevant zu bleiben. Ja, ganz, ganz inhärent oder ganz, ganz wesentlich. Ne? Also ONTAP ist natürlich von vielen Cloud-Services, von vielen Lösungen, die wir heute in der Cloud anbieten, inhärenter Bestandteil. Und du weißt das, kennst unsere an der Stelle unsere Strategie ja genauso gut wie ich selbst, nämlich auf der einen Seite das Beste aus der Cloud ins Data Center zu bringen, also gerade die Einfachheit, Automatisierung, das, was an Management-Vorteilen in der Cloud eben auch existiert und das auf der einen Seite zu gewährleisten für Lösungen und auf der anderen Seite natürlich auch die Erfahrung aus 30 Jahren Data Center-Geschäft und 30 Jahren Data Center Infrastruktur, die wir mit ONTAP mitbringen, in die Cloud zu bringen. Und ONTAP ist heute in vielen Lösungen der wesentliche Baustein, die Datensicherheits-, Data Protection-, Datenmanagement-Möglichkeiten, die ONTAP mitbringt, macht eben das, was wir an Cloud-Services anbieten, unsere Kunden auch als Lösungen anbieten, so einmalig. Und natürlich die Einfachheit dann im Sinne von Daten hin und her replizieren aus dem Data Center in die Cloud. Zu Co-Locatern, das ist ja alles ONTAP-Basistechnologie. Also von daher ist ONTAP sicher der Herz all dessen, was wir heute tun. Wenn das alles beantwortet. Klares Statement beantwortet meine Frage.
Jetzt muss ich leider dazu sagen, dass dieser Podcast immer so schnell vorbei ist, besonders wenn er besonders viel Spaß macht. Guck auch hier oben auf die Zeit, ich stelle es doch gar nicht. Wir sind quasi am Ende unserer Sendezeit, aber Marc, du wolltest so lange dabei sein, wie hat es dir gefallen? Super, und ich ärgere mich noch mehr, dass ich noch nicht vorher bei dir gewesen bin, aber vielleicht kriege ich ja nicht erst wieder in 10 Jahren die nächste Einladung von dir. Okay, gut, nein, also das habe ich verstanden, nehme ich mir mit. Feedback zur Kenntnis genommen. In diesem Sinne würde ich sagen, letzte Worte an unsere Fans und Gäste. Letzte Worte an die Gäste. Es ist ein wahnsinnig warmer Tag heute hier im Ruhrgebiet. Oh, ja. Ich glaube, es ist in dieser Phase, in der wir uns nicht nur klimatechnisch, sondern auch weltpolitisch bewegen, echt wichtig, einen ruhigen Kopf zu bewahren und immer mal wieder die guten Dinge auch zu reflektieren und sich von all dem Negativen, was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auf uns eindrischt, nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Und ich komme zurück auf meine Lofotenreise. Es gibt so viele Dinge, die einen beglücken können, unabhängig und weit weg von allen Krisen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, Marc, und für alle anderen. Bis bald und bis zum nächsten Mal.